Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Küche und schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, ich möchte mit euch heute wieder backen und zwar ein Brot. Ich habe heute die Zeit total verdudelt und bis ich aufs Uhr geschaut habe, war 17:30 Uhr Abend. Also wundert euch nicht wegen dem Licht. Die Sonne blendet so extrem. Ich habe jetzt den Rollladen schon runter gemacht. Ich werde dann irgendwann mal hoch machen. Aber ich hoffe, dass ich das Video noch fertig bekomme, bevor es Nacht wird oder dunkel wird. Ja, wir legen jetzt auch gleich los. Und zwar möchte ich mit euch ein leckeres Brot backen. Es muss ja jetzt schnell gehen, denn ich brauche heute Abend ja ein Brot. So, als allererstes habe ich jetzt hier 150 Gramm Kefir. Wer kein Kefir zu Hause hat, kann auch Naturjoghurt mit Wasser vermischen, also dass es insgesamt 150 Gramm hat. Habt ihr nicht mal einen Naturjoghurt zu Hause, lasst es weg und nehmt komplett Wasser. Also 150 Gramm Kefir. 230 Gramm Wasser, also den Kefir durch Wasser dann ersetzen, ne? Also so. Ein Päckchen Trockenhefe, und Zucker, Moment, Kaffeemaschine ist der Zucker, so eine Prise Zucker. Zutaten werden als allererstes mal 3 Minuten 37 Grad Stufe 1 erwärmt. Derzeit habe ich jetzt hier schon 50 Gramm Sonnenblumenkerne mit ganz heißem Wasser praktisch übergossen. Lasse ich jetzt ziehen, werde ich jetzt dann abseihen. Ihr wisst ja, ich tue ja meine Kerne immer praktisch vorher einweichen, damit sie die Feuchtigkeit nicht aus meinem Brot herausholen. Und mein Brot dann irgendwann mal trocken wird am nächsten Tag oder übernächsten Tag, sondern es bleibt dann schön saftig, weil meine Kerne, egal welche, ob ihr Sesam hernehmt, Sonnenblumen, Kürbiskerne, empfehle ich euch immer einzuweichen. Dann bleibt nämlich auch die Feuchtigkeit in eurem Brot, weil die Saaten sozusagen schon mit Feuchtigkeit versorgt sind. So, unsere Flüssigkeit ist jetzt erwärmt mit der Hefe. Nun fügen wir 400 Gramm Weizenmehl Typ 1050 dazu. Gramm Roggenmehl 1150, unsere eingeweichten Sonnenblumenkerne, so. Einen guten Teelöffel Backmalz. Ihr wisst, ich arbeite immer mit Backmalz. Wer kein Backmalz zu Hause hat, lasst es weg, weil ihr könnt es nicht ersetzen. Und 1,5 Teelöffel Salz. Das war's. 5 Minuten Teigknetstufe. So, mein Teig ist jetzt fertig geknetet. So sieht er aus. Umfüllen. So. Zugedeckt an einem warmen Ort eine Dreiviertelstunde gehen lassen und dann sehen wir uns wieder. Meine Dreiviertelstunde ist vorbei. Meine Backunterlage habe ich jetzt bemehlt. So, hier, schau mal. So sieht mein Teig aus. Ist richtig schön aufgegangen. Ich stürze ihn jetzt hier. Werden wir falten, aber bitte kein Mehl mehr einarbeiten, das was dann praktisch zu viel ist, einfach abklopfen. So. Jetzt einfach ein Leib formen. Ein paar, das war zu viel, ein paar Sonnenblumenkerne praktisch auf meine Unterlage legen und darin mein Brot wälzen.
hier aufgeht, das zwicke ich einfach zusammen. Das ist egal. Dann habe ich hier einen Römertopf. Ja, ich arbeite noch mit dem Römertopf und bin voll zufrieden und möchte es auch nicht missen und ihn auch nicht hergeben. So, einen Römertopf habe ich gut gefettet, bemehlt. So, da gebe ich jetzt mein Brot hinein. Ich werde es noch einschneiden. Noch dreimal. So. Deckel drauf und jetzt ist ganz wichtig, in den kalten Backofen, also nicht vorgeheizt, sondern in den kalten Backofen. Zweite Schiene von unten bei 230 Grad eine Stunde backen. So ihr Lieben, ich habe jetzt gerade mein Brot aus dem Ofen geholt. Zeige es euch mal. Also der Deckel war die ganze Zeit droben. So sieht es aus. Ich weiß nicht, ob man das von den Lichtverhältnissen sieht, weil draußen ist schon ziemlich dunkel. So, ich stütze das jetzt mal. So. So. Zeig's euch nochmal. So, ich glaube, von beiden ist besser mit dem Licht. Oh, das ist die Unterseite. Klingt hohl. Und schaut toll aus. So, jetzt lasse ich es komplett auskühlen. Und damit es wirklich schneller geht, weil draußen haben wir wirklich bestimmt 5 Grad noch, werde ich es rausstellen. Die Gefahr besteht zu 99%, dass mir das Brot weich wird, also nicht mehr knusprig ist, wie wenn ich es praktisch bei Zimmertemperatur auskühlen lasse. Aber das ist mir egal. Ich brauche nämlich heute Abend das Brot. Aber jetzt ist es knusprig. So, also wie gesagt, damit es für mich schneller geht, stelle ich es jetzt ganz einfach raus, damit es draußen auskühlen kann. Und wie gesagt, es wird weich werden durch die Luftfeuchtigkeit von draußen. Aber das ist mir diesmal egal. Wenn ihr Zeit habt, lasst es ganz einfach dann bei Zimmertemperatur auskühlen. Dann bleibt es euch schön knusprig. Wir sehen uns dann später zum Anschnitt, weil so kann ich es nämlich nicht anschneiden. Das wird dann das Brot, ja, ihr wisst schon, wird ganz so krummelig, so. Also ganz komisch, so teigig halt. Ne? Deswegen, wie gesagt, für euch und für meinen Magen, lasse ich es jetzt draußen auskühlen. Bis gleich dann. Ja, ich hatte jetzt mein Brot eine Viertelstunde draußen. Es ist, ja, man kann schön anlangen, aber ich habe mich tatsächlich getäuscht. Es ist wirklich noch knusprig. Ja, ich kann mich auch mal täuschen. Ne? Also, die Viertelstunde hat es jetzt dem überhaupt nicht geschadet. Der Knusprigkeit. So, jetzt werde ich es mal anschneiden. Oh, Moment, ich komme mit Licht näher. Jetzt, schaut mal, wie fluffig zu Brot geworden ist. Ja. Ja. So. Und bei uns gibt es jetzt Essen. Ja, und wer jetzt Lust auf ein leckeres Brot hat, backt es doch einfach nach. Geht ganz easy. Ich werde jetzt meins verspeisen. Euch wünsche ich einen wunderschönen Tag und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.